Jean-Pierre Kunkel, herzlichen Glückwunsch zur Teilnahme an der 19. Nordart hier in Büdelsdorf in der Karlshütte. Du bist vertreten mit deinen Poolbildern. Was bewegt dich, diese hyperrealistischen Arbeiten zu erstellen? Ist das die Konkurrenz zur Kamera, zur Linse? Und auf keinen Fall möchte ich Konkurrenz zur Kameralinse sein, sondern versuche meine eigene Realität zu schaffen. Und das Motiv, ist das jetzt ein Schnappschuss oder hast du dir Gedanken gemacht, wie das jetzt in der Komposition auszusehen hat? Es ist inszeniert, es folgt einer ganz bestimmten Regie und ja, es wird nichts dem Zufall überlassen. Gut, herzlichen Dank für das Interview. Ich wünsche noch ganz viel Erfolg. Ja, bis zum 8. Oktober sind die Arbeiten hier zu sehen. Man wird dich aber auch noch besuchen können auf der Ausstellung Berliner Liste oder auf der Affordable Art in Amsterdam und auf der Affordable Art in Hamburg. Das heißt, also, es gibt viele Möglichkeiten, dir zu begegnen, deine Werke zu betrachten. Ich danke dir sehr für das Interview und wünsche einen erfolgreichen Auftakt zu dieser schönen Serie. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön.